Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubana und ja, Runde 4 steht da. In meinem, ich sag mal Special, würde ich jetzt schon fast sagen. Es ist schon Special. Also ich mache insgesamt 6 Runden beim 7. Jahrestag. Das ist eigentlich eine blöde Zahl, ne? Sollte ich vielleicht nicht eine 7. Runde auch noch machen? Ich werde jeden Tag eines dieser Videos online stellen, sodass ihr sozusagen die Runde rein nach anschauen könnt. Und also 6 sind jetzt geplant. Vielleicht wird es dann doch noch eine 7. geben, wenn ich so drüber nachdenke. Das heißt, ihr habt die 4 Runden, die 3 Runden vorher unter Umständen schon gesehen und wisst, was drin ist. Für alle anderen, ich erkläre es nochmal sehr, sehr kurz, aber es gibt die Farbkits. Also hier oben gibt es nichts, was ungewöhnlich neu wäre. Das hier ist das Interessanteste. Vielleicht wahrscheinlich, weil es Kochzutaten gibt. Wir haben hier die Treibsand-Skins, da habe ich schon einige gezogen in den letzten Runden. Die beiden Sachen habe ich zum Glück auch beide schon bekommen, wie ihr seht. Und Tickets gab es auch schon ein paar, 3, um genau zu sein, liegen nämlich noch in meiner Bank. Dann haben wir hier die Mordrim-Skins, da gab es bisher leider nur einen. Und leider gab es noch immer nicht goldene Schwarzlöwen-Truhenschlüssel, da hätte ich gern welche. Wir haben verschiedene Ernteknoten. Und last but not least die Verträge. Und da spreche ich eigentlich ungern drüber, dass ich da immer noch keinen bekommen habe. Und ich würde sagen, wir legen los. In der letzten Runde, um dran zu erinnern, es gab nur 2 zusätzliche Slots. 2, ja. Ich lüge euch nicht an. Ihr könnt das gerne nachsehen. Aber ihr könnt natürlich auch meine Erfolgsrunde 2 angucken. Und Runde 1, die so durchschnittlich war irgendwie. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier mal und jetzt legen wir mal richtig los hier. Ein Schnipsel und ein Farbkit. Ja, das ist jetzt ein Spielzeugei. Nochmal ein Farbkit. Und noch immer keinen 5. Slot. Transportationsladungen. Noch ein weiteres Schnipselchen und da haben wir die erste Freischaltungskarte. Nämlich die Waffenfreischaltungen. Und leider noch immer keinen 5. Slot. Also Leute, die Teleport to Friend, ihr wisst ja Bescheid, die liegen immer da oben dann. Und da sammelt sich immer mehr an von. Und immer noch keinen 5. Slot. Schon wieder sehen wir, jetzt haben wir eine komplette Freischaltungskarte. Und Spielzeuger. Immer noch keinen 5. Slot. Also gar kein 5. Boah, jetzt bin ich auch ein bisschen beruhigt. Ein Treibsand-Skin und zusätzlich tatsächlich noch eine garantierte Garderobenfreischaltung. Das ist doch schön. Ja, es sind noch 10 übrig. Wir können also, um es nochmal klar zu sagen, Runde 2 sprengen, also toppen. Man kann nie zu viele schätzen. Ich glaube aber nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Aber ich sollte vielleicht dran glauben, das ist wahrscheinlich der Fehler, ne? Ja, und da haben wir auch schon Schlossknacker-Kit und den Währungsumtausch, den man... Und da haben wir das zweite. Ich sag euch, ich sollte dran glauben. Wenn jetzt noch ein drittes käme, wäre ich ja voll zufrieden. Es dürfte auch gerne mal ein Vertrag sein. Ich nehme jeden. Ich nehme jeden Vertrag. Nochmal schnipseln. Okay, ich habe schon einen Haufen in der Bank und es kommen mehr dazu. Letzte Chance auf den Vertrag. Jetzt. Und das war er dann wohl nicht. Na gut. Naja, es ist halt so, ne? Was willst du machen? Zap. Und auch gar nicht viele Taschen heute, ne? So, das ist ja auch ein bisschen mager. Okay. Hier könnten wir eigentlich zumachen. Dann machen wir mal die 25 auf hier. Das eigentlich ist es ja wurscht, wie wir das sortieren. Am Schluss gibt es einen großen Knopf, der alles wegschmeißt. Fast alles eigentlich. Nämlich die nicht. Die muss ich ja verkaufen. Zap. Und da geht's ordentlich zur Sache. Ja, da wird mal ganz schnell das Inventar hier ein bisschen voller. Und schwupp. Schon wieder Mehl. Die wollten mich immer noch daran erinnern, dass ich dringend Kuchen backen muss. So, wir haben hier auch schon ein bisschen Goldgegenstände gesammelt. Ja, das ist doch ordentlich.
Dann haben wir hier eine Ellelonische Swapkit, Landschafts-Swapkit. Wir haben zweimal toxisch und haben wir leider schon. Und haben wir leider auch schon. Dann haben wir viermal metallurgisch und da ist die leider auch dabei, die wir schon haben. Es sind halt nicht mehr viele Farben, die mir fehlen. Also eigentlich fehlen mir schon noch viele Farben, glaube ich. Aber die Frage ist, ob die aus diesen Farbkits kommen. No, das ist eher so dieses Thema. Wir hätten zwei Spielzeugeier. Oh, der sieht hübsch aus. Habe ich aber schon. Okay. Ich muss mir den mal ganz schnell anschauen. Der ist wirklich nett. Ich kann mich an den gar nicht erinnern. Oh, der ist echt nett. Der gefällt mir. Ja, komm. Den behältst du. Habe ich den jetzt umgetauscht? Ich weiß nicht. Und den vertreten Gedönster Reparierer. So, auch die können wir natürlich dann einfach wieder loswerden. Diese komischen Pilze, das ist mir noch ein Rätsel. Wir hatten nur zwei Slots, ne? Denn die sind zwar eine Zutat, man kann sie aber nicht verschicken. Sind die vielleicht viel wert? Nee, auch nicht. Die habe ich jetzt irgendwo noch mal im Inventar liegen. Das ist irgendwie blöd. So, wir haben eine garantierte Rüstungsfreischaltung. Und den Skin für die Araflügel, Rucksack und Gleitschirm. Das zählt zu den... Hä? Das zählt zur Rüstung? Anscheinend. Cool. Das wusste ich gar nicht. Hab ich schon jemals da raus irgendwie einen Gleitschirm bekommen? Dann hätte ich gerne den und den. Die habe ich nämlich alle noch nicht. Cool. Das wusste ich. Hey. Hä, habe ich das noch nie mitgekriegt oder was? Wahrscheinlich habe ich noch nie einen gekriegt. Hä? Und dann haben wir die garantierte Waffenfreischaltung. Oh, Spektralwaffensammlung. Da füllt sich's auch so langsam. Fünf. Gut, wir gucken mal, was sind denn Spektralwaffen wert? Das war immerhin das Schwert. Das könnte ein bisschen was wert sein. Spektral. Nee, auch nicht wirklich. Das Schwert ist eher im oberen Preisbereich, würde ich denken. Naja, 70. Ja gut, immerhin 70 Gold. Und ich glaube, die sehen auch ganz nett aus, wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben wir drei garantierte Freischaltungen. Das finde ich echt schon mal nice, denn da könnte jetzt wieder was Vernünftiges dabei sein. Wobei wir Sandheit-Todesstoß. Ja, den verwende ich ganz bestimmt oft. Okay, das verwende ich bestimmt noch seltener. Also nie wahrscheinlich, aber freigeschalten ist es. Und da haben wir was Ordentliches. Den Albtraumfokus. Ja. Zwielichtgarten-Skin. Sehr schön. Auch da füllt es sich so langsam, aber auch da fehlt noch einiges, wie man das so sieht. Das war sie, die Runde Nummer 4. Ausbeute wieder leider nur 2. Also nach einer normal anfangenden Runde 1 und einer überragenden Runde 2 schwächt es jetzt doch deutlich ab. Aber wir haben trotzdem noch 2 Runden vor uns. Das ist das Minimum, das ich noch machen werde. Und ich neige dazu, noch die Runde 7 anzugehen, weil 7. der Jahrestag, 7. Runde, das würde irgendwie eigentlich sehr harmonisch passen, ne? Ja, also ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.